So, People, willkommen zurück zu Let's Play Chris ist mit Rastaik Hack. Und Chris, ich hasse dich für dieses, für diese Scheißstelle eben, für dieses Giftpilz. Ja klar, mal schön Giftpilz spam und dann ist alles schön, oder wie? Ja, also das war schon mies. Mieser ging es irgendwie nicht. Und irgendwie war meine Begierde für einen Power-Up am Ende so groß, dass ich... Keine Ahnung, dass ich halt einfach so... So den Giftpilz nicht rechtzeitig gesehen habe. Oh. Da kommt gleich ein Bullet Bill raus. Ich kenne dich, ja. Allerdings ein bisschen zu spät, um mich aufzuhalten, du. Ich glaube, du solltest besser timen lernen, Kanone. Okay. So. Und let's jump down there. And I speak English, ja. Wow, scheiße. Du tötest mich eigentlich nicht. Zumindest möchte ich das nicht. Wow. Okay, jetzt schlagen wir ein... Okay. Na gut, das war blöd. Ich gebe es ja zu. Das war bescheuert. Mein Gott, was ist denn das für ein scheiß mieser Trick mit dem Giftpilz? Nochmal falle ich auf sowas nicht rein. Wenn da was am Ende eines Levels kommt, werde ich erstmal genau nachgucken, was das für ein Scheißteil ist, bevor ich das halt einsammeln und so. So, du schießt nicht. So. Okay. Okay. Mein Gott. Ach. Ich kann zu diesem Level nicht mehr viel sagen, Leute. Das Level ist einfach nur mistig. Genauso wie dieser scheiß Giftpilz, den ich jetzt gar nicht einsammeln werde, nur noch mal zeigen und so. So. Leute, ich glaube, ich hätte mir mal lieber Power-Ups holen sollen und so, ja. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall klüger. Nein, aber wir haben trotzdem eine Blume noch abgekriegt, hehehe. Manchmal funktionieren deine Tricks auch nicht so. Den Giftpilz kannst du dir wegstecken. Steck diesen Giftpilz hier doch sonst so wohin, ich will den nicht. Weil Giftpilze böse sind. So. Mäh, so. Okay, Leute. Nein. Oh, hier haben wir, jetzt haben wir hier halt den Pilz und... Mano. Und hier haben wir endlich mal einen Midway Point. Endlich, seit einer Million Jahren ein Midway Point. Juhu. Okay. Der hat jetzt einfach mal beschlossen, auch Midway Points einzusetzen. Das gefällt mir. Daumen hoch. So. Aber für die Hammerbruder gibt's ein Dislike. Die braucht nämlich keiner. So. So, 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 so. Naja, so, dann springen wir an diese hübsche Fahnenstange. Ja. Hui. Okay. Welcome to the fortress. Und ich werde jetzt hoffentlich nicht sterben, das wäre nicht sehr schön. Ich hätte mir mal wieder Power-Ups holen sollen, aber
Ich habe ja 85 Münzen, vielleicht kann ich noch 15 zusammenkratzen, um irgendwie ein Leben zu kriegen, aber... Dieses Schloss scheint eher leider eher münzarm zu sein, so, und ich werfe mal weg, denn ich brauche keine. Und natürlich gibt es ja auch wieder Hammerbros. Lassen wir noch verdächtig nach einem Suche den richtigen Wegspielchen aus. Scheint es aber auf jeden Fall nicht zu sein. Gut, meh. Okay, das war auch mal wieder knapp. Knapp am Power-Up-Verlust vorbei. Ah. Ja, man, einen Münzblock, aber ich bin jetzt so faul. Sorry, Leute. Wenn ich jetzt Game Over gehen sollte, dann ist das meine eigene Schuld und das weiß ich auch, aber... Trotzdem bin ich halt jetzt so faul. Dafür, so. Stirb. Ich hab gesagt, stirb, du Arsch, danke. Hammerbrüder braucht echt keine Sau, die sind echt die unnötigsten Gegner im ganzen Spiel. Beziehungsweise die unnötigsten Custom Sprites. So, so dürfte ich halbwegs sicher sein, dass das Ding mich nicht trifft. So, wobei das mit den Plattformen ist schon geil gemacht, das kann man nicht anders sagen. Okay. So, und das war es auch schon. Im Vergleich zum vorigen Fortress ist das ja dieses Jahr relativ kurz, möchte ich sagen. Okay. Continue and save. Und bisher läuft das ja erstaunlich gut. Ich bin überrascht. So. Und jetzt haben wir diesen Hintergrund, der im Originalspiel erst in der achten Welt auftritt. Und in dem seltsamerweise die Sonne vorkommt. Und ja, Giftpilze braucht keine Sau. Verpiss dich, Giftpilz. Ich sagte, verpiss dich. So. Aber Mario ist ja nicht imstande, sich zu ducken und da auszuweichen. Aber ist ja auch wurscht. Wir haben ja jetzt immer eine Flower. Und das ist viel besser als ein normaler Pilz. So. So, so macht man das nämlich. So, also, mit Koopa Jumps arbeitest du ja auch. Das ist interessant zu wissen. Ja. Okay. Wenn man nach oben kommt, dann, ja. Dann gibt es wieder einen Bonusraum und irgendwie sehen alle Bonusräume hier gleich aus, habe ich das Gefühl. Das ist vielleicht ein kleines Manko, aber kein schlimmes Manko, dass es irgendwie verdient hätte, Punkte abzuziehen, aber ist ja auch wurscht. Ja. Wenn ich sage, das ist wurscht, dann ist es ja auch eigentlich wurscht. Es sei denn, andere sehen das anders. Okay, wir haben ein One-Up. Okay, ich will, dass Lucky, du stirbst, danke. Dafür setze ich auch, opfer ich auch mein Power-Up, aber wieso erscheint der Sack denn gleich wieder? Okay, hier haben wir nur SMB3-Flaggen als Ziel. Ich weiß nicht wieso, aber, ja, Giftpilz, du kannst mich nicht mehr reinlegen. So, gehör in die Schlucht, in den Abgrund, wo du hingehörst. So. Und genau deshalb nehme ich mir hier die Shell weg, damit ich nicht durch den Bullet Bill gefährdet bin. So. Und wann gibt's denn hier endlich mal einen Pilz? Einen richtigen Pilz, kein Giftzeugs. Leute, das Gift-zu-Giftpilz-Verhältnis ist, wenn das so weitergeht, eh 1 zu 100. Von daher, naja. Hier ist endlich mal einer, juhu. So. Oh, der war gut. Okay. So. Jump, jump und nochmal. So. Okay. So. Meh, das ist ja fies. Aber es geht ja eigentlich noch. Okay. Mal nach rechts gucken. Ich will mal gucken, wie... Also, schon wieder Koopa Hopping. Wir lieben ja alle Koopa Hopping. So. Okay. Das ganze Zeug ist nur für eine Münze. Mach doch mal die Blöcke ein Zeug höher. Das ist echt ein Level-Design-Manko, ein kleines Level-Design-Manko, aber nur. Zumindest nicht, wenn ich da keinen Sinn dahinter sehe. Und einen richtigen Sinn dahinter sehe ich jetzt zumindest nicht, das Zeug nur einen Block hoch zu machen. Wer hier einen Pilz hat, ist hier dann am... hat ihr dann die Arschkarte. Das ist einfach mal ein Fakt. Punkt. Ach. Oh.
So. Okay, Leute. Und hier gibt es natürlich schon wieder keinen Midway Point. Ja. Man muss ja auch nur nicht dauer... Oh, ich fick dich, Invisible Coin Lock. Leute, ich hasse Invisible Coin Locks, wenn das so weitergeht, irgendwann genauso sehr wie Giftpilze. Cheat der. Nein! Boah, scheiße, was war das denn für eine Aktion? Was war das denn für eine Aktion? Okay. Leute, es hilft nichts, wir müssen wohl das Level nochmal machen. Und hier war irgendwo ein Giftpilz, aber hier war auch irgendwo was Positives, nämlich ein richtiger Pilz. So. Ja. Der Giftpilz war weiter vorne. Ich glaube, das müssen die Leute, die zugeschaut haben, da den Anfang geschaut haben, auch wissen. Okay, nein. Oh, Menno. Das macht man doch nicht. Okay. Jump. So. Bitteschön. So. Okay, hier haben wir einen Mushroom. Juhu. Okay, aber in letzter Zeit freest das Spiel nicht mehr. Das ist schon mal positiv, Leute. Also das ist doch schon mal das Zeichen, dass das Spiel besser funktioniert. Und hä, ich dachte, man kann da schwimmen. Aber das Spiel wollte mich natürlich mal wieder verarschen. War ja irgendwie klar. Hallo, Giftpilz. Ich will keiner. Verpiss dich. So. Mein Gott. Dankeschön. Oh mein Gott, und hier haben wir sogar einen Invisible Giftpilzblock. Mein Gott, was soll denn der Mist? Ganz ehrlich, wieso baut man sowas in Hex ein, nur um den Spieler zu ärgern? Ja. Wobei, ich könnte vielleicht noch miesere Poison Mushroom Verstecke machen. Nein. Ach, bin ich sicher. Ja, ich springe jetzt absichtlich in die Viecher rein, dann habe ich wenigstens wieder 5 Leben. Kann das wieder unbeschwert nochmal versuchen. Betonung liegt auf unbeschwert. So. Okay, und hier war der richtige Pilz. Dann eben hier. So. Jetzt so vor den Blöcken da oben zu gucken, ob da irgendwas Brauchbares wäre. Ja, und das war wieder blöd. Leute, wenn man so viel Scheiße labert, kann man sich halt nicht mehr konzentrieren. Das ist jetzt dieses typische Phänomen, das bei mir auftritt. Boah, scheiße. Boah. Och. Das war ja auch komisch. Okay, so. Du gehst hoch, ich springe auf dich rauf. So, du gehst wieder hoch, ich springe wieder auf dich rauf, ja. Okay. Gumba, du wirst geplättet, so. Let's take a fire flower. Okay, so. So. Leute. Okay, Leute, das Level ist auf jeden Fall mies. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt so schnell geschafft habe beim ersten Mal. Auf jeden Fall hatte ich Glück, irgendwie, habe ich das Gefühl. Naja. Leute, ich glaube, ich sollte mir mal wieder 2 Flowers holen. Das vergesse ich irgendwie immer. Oh, wir brutzeln hier mal alles weg. Das wäre auf jeden Fall vorteilhaft, hier alles wegzubrutzeln, ja. Oh mein Gott, das Viech tötet mich irgendwie immer. Scheiß Lakitu, I hate Lakitus. Und der taucht dann innerhalb von Sekundenbruchteilen natürlich wieder auf. Das ist ja auch logisch. Aber Leute, hier machen wir im nächsten Part weiter. Wir versuchen dann das Level halt nochmal. Gehen wir jetzt mal schön Power-Ups holen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Tschüss.